Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Simon, euer spiritueller Aufklärer, und heute sprechen wir darüber, woran du bewusste Menschen erkennen kannst. Grundsätzlich gilt, bewusste Menschen handeln liebevoll und rational. Das heißt, das, was sie tun, ergibt auch Sinn und es ist der Liebe geschuldet. Das heißt also, man hat gute Absichten. Und jetzt werde ich dir gleich 10 Punkte vorstellen, woran du bewusste Menschen erkennen kannst, damit du einfach weißt, woran du Menschen erkennen kannst, die du in dein Leben ziehen solltest. Nummer 1. Bewusste Menschen können ihre Gefühle kontrollieren. Sie lassen sich nicht von ihren Gefühlen steuern, sondern haben Kontrolle über sie. Angst ist etwas, was dich beherrscht. Liebe ist etwas, was du gibst. Ein bewusster Mensch hat gelernt, seine Gefühle nicht vom Außen abhängig zu machen. Gott sagte, Gefühle sind die Sprache der Seele. Genauso wie du der Herr deiner Worte bist, ist die Seele, die du bist, der Herr über seine Gefühle. Und es gibt manche Menschen, die sind sogar so weit, die empfinden diese ganzen negativen Gefühle nicht mehr. Weil diese ganzen negativen Gefühle wie Hass, Neid und Missgunst und die Gier einfach unnötig sind. Dann, sie wollen nicht recht haben. Sie kämpfen nicht um das letzte Wort. Damals in der Steinzeit war es so, dass man recht behalten musste, weil man hat auf das vertrauen müssen, was funktioniert hat. Wenn jetzt jemand mit einem neuen Konzept gekommen ist, dann war man zuerst skeptisch, weil es ginge damals um Leben oder Tod. Das ist heutzutage überholt, das wissen wir. Ein bewusster Mensch weiß, wenn er jetzt zum Streiten anfängt, verursacht er nur schlechte Laune auf beiden Seiten und Zeitverlust auch auf beiden Seiten, da der andere ja ebenfalls Recht behalten möchte. Bewusste Menschen wissen, dass sie sich auch irren können und sind auch dankbar dafür, korrigiert zu werden. Sie können Fehler zugeben und das Gefühl, im Recht sein zu müssen, ist für sie völlig unbedeutend. Bewusste Menschen priorisieren richtig. Sie wissen, was wichtig ist und was unwichtig ist. Bewusste Menschen wissen, es ist wichtiger, sich zu bilden, als Party zu machen. Sie wissen, es ist wichtiger, seine eigenen Träume zu verwirklichen, als der Vorstellung anderer zu genügen. Und sie wissen, Gesundheit ist wichtiger als Bequemlichkeit und Genuss. Sie beobachten, stellen fest und bewerten nicht. Bewusste Menschen wissen, dass die Beobachtung sich nicht irrt. Die Bewertung kann sich sehr wohl irren. Bewusste Menschen machen Feststellungen, ohne zu urteilen, aufgrund von Erziehung oder Ideologie. Sie schubladisieren nicht, sondern nehmen nur wahr. Sie gehen ohne Filter durch die Welt, der ihnen vorgeben würde, wie sie die Dinge zu schubladisieren hätten. Sie orientieren sich daran, was jeder objektiv feststellen kann, unabhängig von subjektiven Meinungen. Bewusste Menschen sind selbstlos und nicht egoistisch. Klar, es gibt einen gesunden Egoismus. Dieser ist auch wichtig, damit man sich erstens nicht ausnutzen lässt und zweitens, damit man auch ein Geschenk für andere ist, weil man einfach die eigenen Ziele als wichtiger ansieht, als zum Beispiel mehr Freizeit mit seinen Freunden zu verbringen. Wodurch man dann später für andere ein Geschenk sein kann, weil man da die Zeit in sich selber investiert hat. Es ist einem bewussten Menschen wichtig, dass es anderen gut geht und das ist die Natur der Liebe. Geben, ohne etwas im Gegenzug zu verlangen, also ohne egoistischen Hintergedanken. Bewusste Menschen fügen niemandem Schaden zu. Wer ein reines Herz hat, der kann Schaden nicht zufügen. Es widerstrebt ihm. Menschen, die anderen Schaden zufügen, haben nicht genug Mitgefühl und wissen auch nicht, sich anders zu helfen. In der Alleinheitslehre heißt es, dass wir alle eins sind. Das bedeutet, wenn du anderen Schaden zufügst, dann fügst du dir selber Schaden zu, weil der andere ist ja mit dir verbunden. Es gibt nur ein Sein. Der andere bist ja dann du. Und ein unbewusster Mensch hingegen, der behandelt andere Parteien wie zweite Klasse und stellt sich über andere und denkt, er kann aus diesem Grund mit diesen Menschen oder Tieren machen, was er möchte. Ein sehr unbewusster Mensch fügt anderen auch deswegen Schaden zu, weil er so verzweifelt und so voller Angst ist und gleichzeitig es ihm an Liebe und Mitgefühl fehlt, dass das Schaden zufügen er als notwendig ansieht.
Das heißt, er bildet sich ein aufgrund seiner Unbewusstheit, dass er irgendetwas braucht und irgendwas unbedingt haben muss. Und das bekommt er nur am einfachsten, wenn er es anderen wegnimmt, wenn der anderen Schaden zufügt. Bewusste Menschen glauben nichts und hinterfragen alles. Bewusste Menschen sind antidogmatisch und sie unterscheiden zwischen dem, was sie wissen und dem, was sie glauben. Sie wissen, dass sie etwas nur glauben, wenn sie es nur glauben. Sie erkennen in sich unlogische Dinge sehr schnell und glauben selber Dinge, die in sich logisch sind. Sie erkennen kognitive Dissonanz bei anderen Menschen und sind es selber nicht. Bewusste Menschen haben die richtigen Werte. Sie wissen, wie wichtig Wahrheit und Ehrlichkeit ist, und sie wissen auch, wie wichtig Frieden und Freiheit ist. Und sie wissen auch, wie unwichtig solche Werte wie Coolness sind. Bewusste Menschen handeln aus Liebe und nicht aus Angst. Die Liebe heilt, hilft, gibt und verbindet. Die Angst zerstört, trennt und attackiert. Weil alles, wovor man Angst hat, muss zerstört werden, muss attackiert werden und davon sollte man sich trennen, so nach dem Motto. Sie haben liebevolle Absichten, die bewussten Menschen, und sie lösen sich von ihrer Angst, um mehr Platz für Liebe zu schaffen. Beziehungsweise ist das ein automatischer Prozess. Denn die Liebe ist die Abwesenheit von Angst und die Angst ist die Abwesenheit von Liebe. Und zu guter Letzt, bewusste Menschen handeln bewusst, denken bewusst und sprechen bewusst. Wenn sie handeln, dann machen sie sich bewusst, was verursache ich womit. Also sie wissen, was sie tun. Sie wissen, ob das, was sie denken, wahr ist oder ob das nur Hirngespinste sind. Und sie drücken sich beim Sprechen auch gewählt aus. Sie wissen, dass sie auch mit Worten viel im Positiven wie im Negativen bewirken können und achten stets darauf, nichts Negatives mit ihren Worten zu bewirken. So, das war's. Das waren die Anzeichen, woran du bewusste Menschen erkennen kannst. Es sind wie gesagt Menschen, die einfach lösungsorientiert handeln und rational denken können und sich nicht von ihren Gefühlen beherrschen lassen und so weiter. Und das hängt alles damit zusammen, dass wir alle eins sind, dass wir alle Teile Gottes sind, göttliche Wesen sind, und wer in seinem Bewusstsein steigt und sich somit immer mehr daran erinnert, wer er wirklich ist, indem er sich bewusst macht, der handelt und denkt genauso wie Gott. Der handelt aus Liebe und handelt bewusst und bringt das auch zum Ausdruck mit seinem So-Sein. Diese Menschen wirst du jetzt mit diesen 10 Punkten erkennen können. Ich verspreche dir, du solltest dich mit solchen Menschen anfreunden, denn dann hast du die besten Freunde, die man sich nur wünschen kann. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin alles Liebe und bis zum nächsten Mal.